Hallo lieber Skorpion, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Unter Kanalinfo findest du alle Infos zu meinen Angeboten, auch zu den persönlichen Legungen. Bei diesem Video handelt es sich um eine kollektive Legung. Es kann sein, dass sie auf dich zutrifft, es kann aber auch sein, dass sie nicht auf dich zutrifft. Falls die Legung nicht auf dich zutreffen sollte, schau dir auch bitte gerne meine Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen an. Unten in der Infobox habe ich dir auch noch alle Karten verlinkt, die ich in meinen Legungen verwende. Falls dich interessiert, schau es dir gerne an. In dieser Legung geht es um den Monat Februar. Wir möchten mal schauen, was ich für ein Thema bei dir zeigen möchte, was eventuell für dich wichtig ist. Ich ziehe jetzt erstmal eine Energiekarte und dann gehe ich ins Detail mit den Tarotkarten. Skorpion im Februar bitte. Worum geht's hier? Der Wunschbrunnen. Du wünschst dir Freiheit. Du wünschst dir Freiheit, du wünschst dir Gewissheit, du wünschst dir. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du dich befreien möchtest. So als hättest du etwas in deinem Herzen eingeschlossen und du möchtest dich befreien. Du möchtest irgendwie aus einer Begrenzung heraus. Das ist dein Wunsch, du setzt dir hier ein Ziel, du möchtest aus der Ungewissheit raus, du möchtest in die Wahrheit gehen. Ja, das Gefühl habe ich bei dir, lieber Skorpion, im Februar. Wir gehen jetzt mehr ins Detail. Schauen mal, was sich uns hier noch offenbaren möchte. Arbeitest hier an der Umsetzung deiner Träume und deiner Wünsche. Du bist dir im Klaren, du weißt ganz genau, was du dir wünschst und was deine Wunscherfüllung ist. Du wirst sie hier auch bekommen. Die Karten springen hier nur so raus. Du möchtest hier irgendwie bezüglich deiner Vergangenheit, du möchtest da hiervon nichts mehr wissen. Es scheint so, als ist sie einfach für dich abgeschlossen. Beziehungsweise möchtest du das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, nicht nochmal durchleben? Du bist dir hier über diese ganze Situation, über deine gesamte Vergangenheit bewusst. Du hast das Puzzle sozusagen fertig zusammengesetzt. Für dich ergibt deine Vergangenheit ein großes Gesamtbild. Du öffnest dein Herz, du überwindest diese Herzblockade, die in dir besteht, wie ich schon vorhin intuitiv gesagt habe. Du möchtest, irgendwie liegt dir etwas Schweres am Herzen und du möchtest da durchbrechen. Du möchtest diese Begrenzung, aus dieser Begrenzung hinausgehen. Du arbeitest hier an etwas momentan, beziehungsweise beginnst hier im Februar damit. Das kann sich natürlich bis in die nächsten Monate ziehen. Du möchtest dir hier etwas aufbauen. Du möchtest glücklich sein. Du möchtest erfüllt sein. Natürlich allein mit dir, ja. Erstmal allein mit dir. Du möchtest glücklich sein. Du möchtest deine Träume und Wünsche umsetzen hier. Und du wirst hier auch zu deiner Wunscherfüllung kommen. So wie gesagt, ich sehe hier ganz viel Klarheit. Du weißt ganz genau, wo du stehst. Du weißt ganz genau, was du fühlst, was du empfindest. Und wohin deine Reise geht. Lange Zeit hast du dich zurückgezogen von der Außenwelt, damit du dir hier im Klaren darüber wirst, was du dir tatsächlich wünschst, was deine Träume und Wünsche sind. Du warst hier lange im Rückzug, ja? Hast dir
deine Vergangenheit angesehen, deine alten Wunden angesehen, deinen alten Schmerz und bist dadurch hier in deine Klarheit gekommen. Was die Liebe betrifft, du könntest es mit einem Stier zu tun gehabt haben in der Vergangenheit. Das ganze Thema ist für dich hier noch nicht abgeschlossen, könnte eben ja, mit einem Stier aus deiner Vergangenheit zu tun haben. Du kennst diesen Menschen bereits. Du bist ja hier im Klaren, ja? Wie du dir deine Zukunft gestalten möchtest, was du dir genau manifestieren möchtest. Wir haben hier die Lebensfreude. Dadurch, dass du hier dieses Puzzle bezüglich deiner Vergangenheit zusammengesetzt hast und ein klares, ganzes Bild vor Augen hast, möchtest du hier nun endlich in deine Lebensfreude. Du spürst bzw. wirst langsam mit der Zeit dieses Feuer wieder in dir spüren, wie es brennt, deine Kreativität. Du kommst hier in die aktive Energie. Ja, eine tolle, eine wirklich ganz tolle Legung. Du bist im Selbstwert, du bist in der Selbstliebe, du achtest auf dich. Was haben wir hier mit zwei der Münzen? Du bist ja hier zwar noch ein bisschen unsicher, ob du hier deinen Wunsch erfüllen kannst, beziehungsweise ob diese Wunscherfüllung denn endlich jetzt mal eintritt. Aber sie wird eintreffen, denn hier fällt alles auseinander, was dich nicht mehr erfüllt. Du verlässt alle Situationen, die dich nicht mehr erfüllen. Und du wirst hier von einer Königin machst du eine Transformation zur Herrscherin. Falls du als Mann zusiehst, ist es halt dann für dich der Herrscher. Wir haben hier die Sonne, positive Energie. Wir haben hier die Ideen, die hier umgesetzt werden. Für dich sieht es sehr, sehr gut aus, lieber Skorpion. Ich danke dir dafür, dass du zugesehen hast und wir sehen uns demnächst in der nächsten Legung wieder.